Die Sandra Renner hat eine interessante Frage gestellt, ob die 10 Gebote von Gott kommen. Da diese Frage gehen wir nach. Dann schauen wir nach dem Tagesorakel, nach der Tagesenergie und dann beten wir noch miteinander und das alles nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag, den 20. Ja, stimmt, ich muss jetzt überlegen, es ist früh am Morgen, ne? Dienstag, den 20.07.2021 zu deinem Engeltagesthema, Tagesorakel und Morgengebet. Schönen guten Morgen, schön, dass du einschaltest. Ich grüße dich auch. So, die Sandra Renner hat gefragt, ob es denn richtig ist, dass Moses die 10 Gebote von Gott empfangen hat. Wir hatten ja einiges über die Bibel gesagt und über die Heiligen Schriften im Video schon gesagt, was uns die Engel, die Urquelle, gesagt hat, dass die Bibel und die Heiligen Schriften falsch sind. Und dazu kam dann diese Nachfrage, ob das schon richtig sei. Nein. Tschüss. Nein. So, ich habe doch jetzt die Frage beantwortet. Nö. Doch, sie hat gefragt, ob es richtig ist, dass Moses die 10 Gebote überwindet und ich habe Nein gesagt. Genau. Und wieso nicht? Weil er sie nicht bekommen hat. Sondern die Bibel ist von dunklen Mächten geschrieben worden. Also auch die 10 Gebote, dass sie uns niedrig schwingen halten. Habt ihr das nie gemerkt? Also gab es diese Gesetzestafel nie? Nein. Ach, wir kommen der Wahrheit näher. Ich muss mal die sämtliche Würmer wieder aus der Nase rausziehen, um einfach hier im Dialog hinzukriegen. Oh, ach, ja. Das ist wieder so anstrengend für dich heute. So, aber so ist es halt, ne? Ja, genau. Also das, was wir im Endeffekt gesagt bekommen von Moses mit den 10 Geboten und diesen Steintafel und hat sie dann irgendwo zerschlagen und so, das ist mal wieder eine schöne Geschichte. Und dann wurden die wieder neu eingebrannt. Genau. Und ja, ja. Und vor allen Dingen merkt man das auch relativ schnell, du sollst dies nicht, du sollst jenes nicht, du sollst das nicht und du sollst das nicht. Ja, genau, so flapsig wie immer sage, denke nicht an einen rosa Elefanten oder denke nicht an Schokoladenpudding, was passiert. Das ist schön, ja, genau. Ihr habt einen rosa Elefanten vor Augen, ihr habt den Schokoladenpudding vor Augen. Okay. Aber verleite dich jetzt nicht dazu, Schokoladenpudding zu essen. Nein, es wird noch schlimmer. Ein Gebot, du sollst nicht töten, bringt mich auf das Töten. Ein Gebot, du sollst nicht begehren, bringt mich darauf, etwas zu begehren. Genau, ja, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, bringt mich dazu zu lügen. Ja. Weil unser Unterbewusstsein streicht die Worte nicht, kein und ohne automatisch durch. Das ist auch keine Esoterik oder New Age, sondern das ist wissenschaftlich bewiesen. Man hat das beweisen können. Ne? Wenn man Menschen konditionieren möchte und Menschen mit dem Wort nicht konditioniert, dann konzentrieren wir uns genau darauf. Das kennen wir auch aus der Mainstream-Presse. Ich sag's mal so, wie es ist. Man hört jetzt immer wieder, es kommt kein Lockdown mehr. Es wird nicht mehr geschlossen. Die Geschäfte werden nicht mehr geschlossen und so weiter. Das wird gesagt. Aber wir werden schon darauf auf die Angst konditioniert, quasi, dass es wieder kommt. Weil das wird bewusst. Und das setzen die ganz bewusst so ein. Das wird auch ganz bewusst so eingesetzt in der Psychologie. Weil die kennen natürlich die Psychologie, die dahinter steckt. Und so haben die Dunkelmächte auch diese 10 Gebote kreiert. Ich habe bereits gerade in den letzten Monaten die 10 Gebote durch Erzengel Metatron übermittelt bekommen, wie sie ursprünglich lauten sollten und wie sie richtig sind. Sie sind noch nicht veröffentlicht, aber ich arbeite gerade auf Hochtouren daran, meine Homepage zu erneuern. Und auf der neuen Homepage, da werden diese 10 Gebote dann auch veröffentlicht sein. Da werdet ihr die dann auch nachlesen können. Das kann ich jetzt schon mal vorankündigen, weil die wahren 10 Gebote sind einfach nochmal ganz anders und unsere Mitglieder in der spirituellen Gemeinschaft, denen haben wir sie ja schon zur Verfügung gestellt, die waren begeistert. Das stimmt. Die wahren 10 Gebote sind voller Licht und Liebe, sie unterstützen uns in jeder Hinsicht und sie sind einfach nur die Liebe pur. Also es gibt tatsächlich 10 und die Zahl 10 stimmt auch. Es gibt also tatsächlich 10 Gebote, die reichen auch vollkommen aus. Genau. Die beinhalten das gesamte Gesetz, was wir fürs Leben brauchen sozusagen. Das sind Leitlinien, Hilfestellungen, so liebevolle Geschichten, die uns nicht unserer Kraft berauben, das ist ganz wichtig auch mal zu sagen, sondern die uns in unsere Kraft lassen, die uns Stärke geben und die uns unterstützen, die uns führen auf unserem Weg. Genau.
wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig ankündigen, wenn die Homepage fertig ist, wenn es draufsteht. Und dann darfst du dir die 10 Gebote gerne ausdrucken und darfst dich mit ihnen befassen und du wirst die Schwingungserhöhung merken. Genau, und deswegen nochmal einen lieben Gruß an Sandra Renner. Danke für deine wundervolle Frage, großartig. Man hat jemand ganz genau aufgepasst. Ne? Genau. Weiter so, und das gilt für alle, das ist eine Ermahnung, denn die fragen zu wenig, da muss ich mal, beim nächsten Mal gibt es eine Abmahnung. Ne? Nö, nö. Erst Ermahnung, dann kommt die Abmahnung. Also nee, das gibt es nicht und wir machen die Homepage fertig. Doch, es gibt eine, weißt du, es gibt eine Abmahnung, wenn die hier nicht ihre Fragen stellen. Nee, das gibt es gar nicht. Doch, doch, die sollen ihre Fragen stellen, denn nur so werden wir interaktiv. Ja, wenn er keine Fragen mehr stellt, nicht mehr stellt, dann werden wir halt einfach vor der Kamera schweigen, dann fällt es euch schon auf. Deswegen doch Abmahnung. Guck mal, erst die Abmahnung und der nächste Schritt ist, wir schweigen sie an. Genau. Siehst du? Das ist dann die Konsequenz. Dann ja, ob wir das hinkriegen, vor der Kamera mal 20 Minuten zu schweigen oder so. Ja gut, Tagesorakel dürfen wir ja noch machen. Ja, das schon. Aber davor machen wir dann erstmal Schweigezeit und schweigen dann so miteinander. Ne? Genau. Finde ich. Ne? Also finde ich auch, obwohl ich finde es anstrengender, als was zu sagen. Eben. Deswegen schreibt um mir das Schweigen. Du weißt, ich hab beide Energien. Ich bin ja ein Scheitelpunktkind, eine Mischung aus Indigo und Kristallkind. Und die Indigo-Energie, die will ja immer reden. Das ist der Indigo, ne? Der will ja immer sprechen. Ich muss den Indigo ja auch immer zügeln. Ich spreche ja sowieso hier schon schnell, aber was glaubt ihr, wie schnell ich sprechen würde, wenn ich den Indigo nicht zügeln würde? Ja, das stimmt. Das ist bestätigt. Also das geht noch schneller. Ne? Also, auf jeden Fall. Ich kann noch schneller sprechen. Das geht. Glauben die nicht. Doch, doch. Aber jetzt gucken wir nach dem Tagesordnung. Und da spreche ich auch nicht so schnell. Genau. Versprochen. Und ich möchte den Humorkarten der goldenen Zeit, um nachzuschauen, was die Urquelle uns heute für den Tag mitgeben möchte, was heute für eine Tagesenergie vorherrscht. Ich bin gespannt und ihr sicherlich auch, wie ein Flitzebogen. Ja, ohne dass ich flitze. So, wir schauen nach die Mäuse. Mal zur Abwechslung ein paar Mäuse. Der Klee und der Storch. Also, die Mäuse schmälern unser Glück heute ein bisschen ab. Das heißt, wir hätten heute zwar einige kleine Glückschancen, aber da die Mäuse hier dran liegen, fressen sie quasi das Glück so ein Stück weit weg. Sie schmildern diese Glückskonstellation ab. Das macht also nichts. Wir sollten aber uns heute einfach nicht aufs Glück verlassen, sondern im Prinzip unsere Wege wieder gehen. Kein Glück oder wenig Glück heute, aber trotzdem ist am Ende die positive Veränderung da, die uns dann wieder nach vorne bringt, die uns dann wieder stärker werden lässt. Wichtig ist aber, dass wir die Schritte weitergehen, dass wir aktiv gehen und uns eben nicht aufs Glück verlassen. Genau, und dass wir auch im Endeffekt uns nicht im Außen so hin und her werfen lassen, was jetzt im Außen ist oder nicht ist, sondern dass wir aktiv unser eigenes Ding machen und uns darauf fokussieren. Genau, dann nehmen wir Kraft der Engel-Orakel mit dazu. Auch da wollen wir natürlich wieder gucken, was für wertvolle Impulse heute wieder zu uns kommen. Jesus, der himmlische Heiler, der Spiegel, und Mutter Natur. Jesus hilft uns heute, Heilungsprozesse in uns zu finden, großartige Heilungsprozesse zu finden, damit wir einfach in unserem Leben, in unsere Authentizität kommen, in unsere Stärke kommen, in unsere Kraft kommen. Der Spiegel, guck mal in den Spiegel und guck, ob dir gefällt, was du siehst, oder sagst du vielleicht eher, ich kenne dich zwar nicht, aber waschen tue ich dich trotzdem. Wenn das Zweite der Fall ist, dann musst du an deiner inneren Einstellung was ändern und nicht am Spiegelbild. Denn das Spiegelbild ist tatsächlich alles, was dir im Außen begegnet. Und Hilfe dafür, damit du in diesen Wandel kommst, findest du in Mutter Natur. Einfach raus in die grüne Natur, umgib dich mit Bäumen, Blumen, Pflanzen, genieße die Natur heute und komm dadurch in deine Mitte und in deine Entspannung. Genau, nimm Jesus einfach mit als himmlischen Heiler und wenn du dann in der Natur bist, in der Entspannung bist, dann scheint auch deine Lebenssonne wieder für dich. Genau, und jetzt holen wir uns natürlich auch den Edelstein des Tages noch mit dazu. Wir lassen nichts hier anbrennen, wir nehmen alles mit. Ein neuer Tag, ein neues Glück, ja, mit all solchen Sachen. Wir gucken mal, was wir da haben. Der Lapislazuli schon wieder. Wir hatten die letzten Tage auch. Ja. Und wir sehen also wirklich,
war gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir hatten ihn gerade erst und also die Lebensveränderungen sind da und wir sehen einfach im Großen und Kleinen Wahnsinnsenergie. Wir gehen in eine ganz große Transformation, wir gehen in eine ganz große Veränderung und der Lapislazuli kann und wird dir dabei helfen, diese segensreichen Veränderungen, die von der Urquelle bewilligt sind, quasi zu erreichen. Ich werde dir wieder unten einen Lapislazuli oder zwei, drei verlinken, dass du eine Auswahl hast, die für dich energetisiert werden, damit sie zu dir nach Hause kommen können mit der frischen Energie der Engel und der Urquelle. Genau, trage ich auf jeden Fall den Lapislazuli-Stein täglich. Er wird dir enorme Kraft, er wird dir enormen Schutz geben und guck auch, dass du dich jeden Tag mit der Natur verbindest und die Engel, die Urquelle und Jesus als himmlischen Heiler dazu nimmst und dann wirst du sicher durch die ganzen Veränderungen geführt und wirst auch intuitiv wissen, was deine nächsten Schritte sind. Genau, also Wahnsinnsenergie heute wieder und jetzt wollen wir miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel und alle Wesen von Liebe und Licht an unsere Seite und lade sie ein, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz in Liebe mit mir zu verbinden. Und wir verbinden uns nun alle miteinander und sind eins im Gebet. Geliebte, liebe Lichturquelle, danke, dass du tagtäglich an unserer Seite bist und uns heute ganz speziell hilfst, uns nicht auf das Glück zu verlassen, uns nicht auf Glücksmomente zu verlassen, die uns dazu verleiten könnten, passiv zu werden, nur rumzusitzen und nicht in unsere Kraft zu kommen. Hilf uns durch diese Zeit der großen Veränderung, durch die Zeit der großen Transformation durchzukommen und keinen Schaden zu nehmen. Hilf uns dabei, diese Zeit zu genießen und zu erleben, wie schön es ist, wenn sich alles wandelt und verändert. Geliebte Urquelle, wir danken dir, dass wir uns wandeln dürfen, dass wir uns auch selber verändern dürfen. Wir danken dir, dass du uns auch immer hilfst, den Spaß, die Freude daran nicht zu verlieren, sondern das immer auch wieder neu zu entdecken. Wir danken dafür, dass Jesus, die Engel und du, geliebte Urquelle, mit allen Mitteln an unserer Seite steht, uns hilft zu heilen, uns hilft voranzustreiten, damit wir wieder unsere innere Kraft, unser inneres Licht entdecken können und weitergehen können auf dem Weg ins goldene Zeitalter. Amen. Amen. Erzengel Michael schiebt uns die Karte, du bist auf dem richtigen Weg. Super, ne? Fantastisch. Wenn du deine Kraft und deine Stärke annimmst, wenn du dich mit dem Lapislazuli verbindest und diese Veränderung einfach annimmst, die da ist, die große Transformation annimmst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Super, lass uns dafür beten. Liebe, liebe Licht, Urquelle und Erzengel Michael, ich rufe euch an. Danke, dass ihr mir laute und klare Führungen zuteilwerden lasst, die ich leicht verstehen kann. Ich danke euch, dass ihr mich motiviert und mir den Mut und das Vertrauen verleiht, positive Veränderungen in meinem Leben fortzunehmen. Aktiv. Amen. Das ist sehr schön, das bekräftigt Erzengel Raphael nochmal, indem er von zweiter ärztlicher Meinung spricht. Es geht hier allerdings weniger um eine ärztliche Meinung, sondern es geht einfach, noch eine zweite Meinung einzuholen, mal anders zu denken, sie für andere Wege zu öffnen. Das korrespondiert ganz heftig mit dem, was Erzengel Michael uns jetzt gesagt hat. Und Erzengel Raphael bekräftigt das einfach auch nochmal, dass wir den Mut haben, auch mal was anderes zu denken, andere Wege zu beschreiten, auch den Mut haben, uns mit anderen Menschen zu umgeben, die uns weiterbringen und auch den Mut haben, uns selbst auch immer weiterhin zu verändern und zwar verändern in Richtung auf die Liebe und Urquelle hin, weil das sind wir. Wir sind Liebe und wir sind ein Teil der Urquelle und wir dürfen uns in diese Richtung auch wieder verändern. Genau, und Raphael sagt mir gerade noch, es geht natürlich auch um eine ärztliche Meinung. Nämlich, wenn ihr euch mal so umschaut, was für ärztliche Meinungen gerade allgemein grassieren, hört euch mehrere Meinungen an. Hört euch nicht nur die Meinungen an, die euch gezeigt werden, die ihr unbedingt sehen solltet, sondern schaut euch auch mal um. Es gibt auch andere Ärzte, es gibt auch Ärzte, die verschiedene Meinungen haben zu den aktuellen Themen. Schaut euch die verschiedenen Meinungen an und bildet euch dann eure eigene. Genau, und dafür wollen wir beten. Liebe geliebte Urquelle, lieber Erzengel Raphael,
führt mich zu den besten Ärzten, Heilern oder Therapeuten für diese Situation. Amen. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Die Urquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie in dein Körper, Geist, Seele, System hineinfließen, tief in jede Zelle deines Körpers hineingleiten. Berühre dich in deiner Seele und hülle dich beschützend und umhüllend ein auf deinem Weg zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen. Udo Golfmann und Nadja Haffendörfer. Tschüss.